Herzlich willkommen zum Podcast der Dresdner Philharmonie. Im zweiten Teil unseres Podcasts zu den drei Konzerten der Thementage zum Tag der Deutschen Einheit wenden wir uns nun den beiden Veranstaltungen zu, die am 3. Oktober um 17 und um 20 Uhr stattfinden. Folgende Programme präsentieren wir. Im Konzert um 17 Uhr erleben Sie zunächst die Uraufführung einer Neufassung des Films Schattensucher von Wolfgang H. Scholz, live begleitet mit der Musik von Rainer Promnitz. Es folgt die Szene für Kammerensemble aus dem Jahr 1975 von Georg Katzer. Aus dem Jahr 1957 datiert die Musik In Memoriam Bertolt Brecht von Paul Dessau, eine Orchestermusik, die wir in einer Bearbeitung für Kammerensemble von Rainer Promnitz vorstellen. Am Ende erneut ein live begleiteter Film, Regen von Joris Evans mit der Musik von Hans Eisler aus dem Jahr 1941, die als 14 Arten den Regen zu beschreiben bekannt geworden ist. Ein Kammerensemble aus Mitgliedern der Dresdner Philharmonie und Gästen spielt unter Leitung von Jonathan Stockhammer, der um 20 Uhr dann das Orchester in größerer Besetzung leitet. Auf dem Programm die kleine Drei-Groschen-Musik von Kurt Weill, die Jazz-Suite Nr. 1 von Dmitri Schostakowitsch, Hans Eislers Suite Nr. 3 aus der Filmmusik zu Coole Wampe und schließlich drei Animationsfilme von Walt Disney, live begleitet mit der Musik von Paul Dessau. Beide Konzerte sind eng aufeinander bezogen, denn alle Werke haben entweder einen Bezug zum Film oder zum Theater. Während wir im ersten Konzert einen Zeitraum von ungefähr einem halben Jahrhundert durchmessen, fokussieren wir im zweiten Programm auf einen ganz schmalen Zeitraum, nämlich die Jahre um 1930. In diesem Podcast werden wir nicht chronologisch durch die beiden Konzertprogramme wandeln, sondern eifrig die Brücken begehen, die es zwischen den beiden Programmen gibt. Diese Brücken sind mit zwei Komponisten verbunden, deren Namen in beiden Programmen auftauchen, Hans Eisler und Paul Dessau. Ihre Lebens- und Schaffenswege sind aufs Engste mit den jeweiligen historischen Entwicklungen verknüpft, die in manchen Aspekten aus ihren Werken widerhallen. Begeben wir uns zunächst einmal in die wilden 20er Jahre und eine der dynamischsten Metropolen jener Zeit nach Berlin. Diese raue, von harten sozialen Gegensätzen geprägte Stadt erlebte nach 1918 eine überaus turbulente Zeit mit Revolutionen von links, Umsturzversuchen von rechts, mit politischen Morden, mit ökonomischen Krisen sondergleichen und doch eine Zeit eines unvergleichlichen Aufschwungs, vor allem auch auf dem Gebiet der Kultur. Angesichts der Gefährdetheit der Weimarer Republik und angesichts dessen, was dann ab 1933 geschehen sollte, wirkt diese Zeit mit ihrer überbordenden Energie und Kreativität wie ein Tanz auf dem Vulkan. Berlin wurde zum Magnet für Künstler à la Couleur, für die Medien, das junge Radio, den Film. Hier unterrichteten Ferruccio Busoni, Arnold Schönberg, Hans Pfitzner, Paul Hindemith, Franz Schreker leitete die Musikhochschule, hier dirigierten Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Bruno Walter, Alexander Zemlinski und Oskar Fried. Robert Musil zeichnet in seinem Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« ein visionär überhöhtes Bild einer modernen Metropole, hinter der sich unschwer Berlin erkennen lässt. Er spricht von einer Art überamerikanischen Stadt, ich zitiere, »wo alles mit der Stoppuhr in der Hand eilt oder stillsteht«. Luft und Erde bilden einen Ameisenbau, von den Stockwerken der Verkehrsstraßen durchzogen. Luftzüge, Erdzüge, Untererdzüge, Rohrpost-Menschensendungen, Kraftwagenketten rasen horizontal, Schnellaufzüge pumpen vertikal Menschenmassen von einer Ebene in die andere. Man springt an den Knotenpunkten von einem Bewegungsapparat in den anderen, wird von deren Rhythmus, der zwischen zwei losdonnernden Geschwindigkeiten eine Synkope, eine Pause, eine Kluft von 20 Sekunden macht, ohne Überlegung angesaugt und hineingerissen, spricht hastig in den Intervallen dieses allgemeinen Rhythmus miteinander ein paar Worte. Zitat Ende. In diesem hektischen Getümmel könnten wir nun auch drei junge Musiker erkennen, die der Anziehungskraft dieser Stadt gefolgt waren. Aus Wien war der junge Hans Eisler gekommen, 1925.
Wenig später kam auch sein Lehrer Schönberg nach Berlin. Aus Dessau stammte Kurt Weil, Sohn eines jüdischen Kantors, der in Berlin bei Ferruccio Busoni studiert hatte. Und auch Paul Dessau könnte uns begegnen, der gebürtige Hamburger, der noch in Vorkriegszeiten studiert und nach Kriegsende eine Kapellmeisterlaufbahn begonnen hatte. Wir könnten ihm beispielsweise in einem Kino begegnen, dem Alhambra am Kurfürstendamm. Warum? Folgen wir seinen eigenen Worten. Eine eigentümliche, aber wichtige Schule für mich wurde die Filmmusik. Zum Film kam ich aus Wut über das Theater. Ich gab meine Stellung in Mainz auf, weil mich die Leute dort schlecht behandelt hatten. Sie hatten mir die Zauberflöte weggenommen und sie Rossbaut gegeben, der damals an der Musikschule in Mainz Direktor war. Ich hatte ein langes Gespräch mit ihm, dass er sie abtreten sollte an mich, wozu er natürlich keineswegs geneigt war, was ich auch verstehe. Kurzum, die ganzen Umstände ärgerten mich dort. Man warf mir zu viele Proben vor und das passte mir nun gar nicht. Hals über Kopf löste ich meine Stellung auf und hatte nichts. Das zwang mich, zum Film zu gehen, zunächst als Geiger, später als Kapellmeister und Komponist. Ich habe Kurzfilme durchkomponiert, das war so. Es gab jede Woche ein sogenanntes Beiprogramm zum großen Film, eine Art kleinen Kultur- oder Kinderfilm, der 10 Minuten dauerte. Ich hatte mir aus einem unverständlichen Ehrgeiz in den Kopf gesetzt, diese Filme zu komponieren, und so hatte ich jede Woche 10 Minuten Kompositionen zu einem Film abzuliefern. Am Nachmittag bekam ich den Film zu sehen und machte meine Notizen, wie das so üblich war, mit der Stoppuhr. Dann ging ich mit 2, 3 Leuten nach Hause und komponierte. Seitenweise gab ich ihnen die Partitur und sie schrieben die Stimmen heraus. Am nächsten Morgen war die Probe und am Nachmittag die Uraufführung. Innerhalb von 24 Stunden waren 10 Minuten Musik komponiert und aufgeführt worden. Einige Partituren habe ich aufbewahrt. Da ging es um Alice und die Feuerwehr, Alice und der Zirkus, Alice und die Flöhe und so weiter. Der Regisseur dieser Trickfilme übrigens war Walt Disney. Das war echte Gebrauchsmusik, auf die Belange des Films zugeschnitten. Natürlich musste man in diesen Filmen präzise auf die einzelnen Szenen eingehen, ganz genau sogar. Das hat mir, obwohl diese Musik wirklich keine große Sache war, später beim Komponieren doch sehr geholfen. Ich musste in einer Nacht einfach, so etwas finde ich sehr wichtig, 10 Minuten Musik fertig machen, das ist eine ganze Menge. Zitat Ende. Eben diese frühen Filmmusiken hat man vor einigen Jahren ausgegraben und wir stellen 3 von ihnen live zu den Filmen vor. Die Musik zu Alice und die Feuerwehr, Alice und der Selbstmörder sowie zu Alice im Wilden Westen. Diese ganz frühen Arbeiten Walt Disneys beziehen Realfilmelemente ein. Die Alice wird also von einer kindlichen Darstellerin gespielt, deren Aufnahmen in die Trickszenen einmontiert sind. Filme voller drastischem und vor allem schwarzem Humor und ein ideales Betätigungsfeld für einen jungen, ambitionierten Komponisten, der Spaß daran hat, Tonfälle zu parodieren, sei es aus der Sphäre der Trivialmusik oder der hohen Kunst. Im gleichen Jahr 1928, in dem Paul Dessau am Kino Alhambra als Kinokapellmeister und Komponist wirkte, gab es ein paar Kilometer weiter östlich am Theater am Schiffbauerdamm eine Premiere zu erleben. Die Autoren waren jung, der Komponist 28 Jahre alt, der Dichter gerade 30. Eine Oper wurde gegeben, aber die hatte mit dem, was man ansonsten darunter verstand, wenig zu tun. Der Probenprozess muss chaotisch gewesen sein, insbesondere gegen Ende. Die letzten Tage vor der Premiere waren von Auseinandersetzungen zwischen dem Regisseur und dem Komponisten geprägt. Es wurde sogar vorgeschlagen, die Musik ganz zu streichen. Mehrere Darsteller stiegen während der Probenphase aus. Auch der Regisseur warf kurz vor der Premiere entnervt das Handtuch. Der Autor übernahm in letzter Minute selbst die Regie. Einer der Hauptdarsteller verlangte plötzlich eine bessere Einführung seiner Figur mit einem Lied, das auf sein Erscheinen vorbereiten sollte. Dichter und Komponist erfüllten ihm den Wunsch über Nacht. Ausgerechnet diese Musiknummer sollte zur populärsten Musik dieser Oper werden. Im Vorfeld der Aufführung waren Gerüchte gestreut worden, die Autoren hätten ein völlig unverständliches Werk geschrieben. Das Premierenpublikum verfolgte das Geschehen zunächst mit der entsprechenden Skepsis. Als dann aber ein bestimmter Song gegeben wurde, brach das Eis und letztlich wurde die Premiere zum Riesenerfolg.
Das Stück wurde an unzähligen Theatern nachgespielt und zum größten Theatererfolg der Weimarer Republik. Sie ahnen es längst, es handelt sich um die Dreigroschenoper. Text von Bertolt Brecht, Musik von Kurt Weill. Und bei der schon erwähnten nachkomponierten Musiknummer handelte es sich um die Moritat von Mackie Messer. Georg Wilhelm Pabst verfilmte das Werk alsbald, Kurt Weill stellte die populärsten Nummern für den Konzertgebrauch zusammen und diese sogenannte kleine Drei-Groschen-Musik hören Sie am Beginn des Konzertes am 3. Oktober um 20 Uhr. Und jetzt die Moritat von Mackie Messer, gesungen von Bertolt Brecht selbst. Ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler war gebunden mit nem Messer in der Brust, und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nicht gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis in der Menge, Mackie Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Schon im folgenden Jahr versank die Welt in der Weltwirtschaftskrise und geriet die Weimarer Republik ins Wanken. Ein künstlerisches Echo auf diese Krise war einer der ersten proletarischen Filme, der die Folgen der sozialen Not, in die die Menschen getrieben wurden, schonungslos analysierte. Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Entstanden 1931, 1932. Wieder war Brecht mit von der Partie, diesmal arbeitete er am Drehbuch mit. Regie führte Slatan Dudov, die Musik stammte von Hans Eisler. Der hatte sich mittlerweile mit seinem Lehrer Arnold Schönberg überworfen. Er lehnte Schönbergs elitäre Ästhetik ab und suchte nach einem Weg, eine Musik zu schaffen, die sich einerseits nicht von der Kulturindustrie korrumpieren lässt, die andererseits aber den Menschen nützt, die auf den Straßen, auf Versammlungen, im Kino funktionieren könnte, die brauchbar war im politischen Kampf für eine bessere Welt, eine sogenannte angewandte Musik, zu der auch die typische eisnersche Kampfmusik zählt, die in jenen Jahren ausgeprägt wurde. Für Coole Wampe schuf Eisler eine kongeniale Musik, die das Bild kontrapunktiert, kommentiert, verstärkt. Keine pathetische Orchestersoße wird über das filmische Geschehen ausgegossen, sondern ein kleiner, bläserbetonter Klangkörper, mehr Band als Orchester, wird eingesetzt. Die Klanglichkeit ist hart und scharf, der Gestus ernst, kämpferisch, unsentimental.
Aus dieser Musik hat Eisler eine Suite für den Konzertgebrauch zusammengestellt, die zunächst drei Sätze enthielt. Im Nachlass von Eisler fand der Musikwissenschaftler Nathan Notovic in der Mappe mit der Suite einen weiteren Satz, der auch das berühmte Solidaritätslied enthielt. In dieser Gestalt spielen wir die Suite. Hören Sie das Finale mit dem Solidaritätslied in einer Aufnahme mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin unter Leitung von Heinz Rögner. Die Machtergreifung der Nazis zwang alle drei Komponisten, Eisler, Weil und Dessau, ins Exil. Sie entstammten jüdischen Familien und waren rassischer Verfolgung ausgesetzt, Eisler zudem als überzeugter Kommunist auch politischer Verfolgung. Wir können hier nicht die vielen Stationen des Exils nachzeichnen, sondern begnügen uns mit dem Hinweis, dass letztlich alle drei in Amerika Asyl fanden, wie auch Brecht. Weil etablierte sich als Komponist von Musicals am Broadway, Eisler und Dessau gingen andere Wege. Hans Eisler arbeitete gemeinsam mit Theodor Adorno 1940 und 1941 an der New School for Social Research an einem Projekt, in dem es darum ging, die Musik in Film und Rundfunk zu analysieren. In diesem Zusammenhang entstanden einige Kompositionen für Filme, die zeigen sollten, wie Musik im Film intelligent eingesetzt werden könnte und wie sie dabei sowohl ihrer Funktion im Film gerecht würde, als auch ihren eigenen Gesetzen folgen könnte. Eine dieser Musiken wurde für den Film Regen des niederländischen Filmemachers Joris Evens geschrieben. Evens und Eisler kannten sich gut, sie hatten in den 30er Jahren mehrfach zusammengearbeitet. Der Regenfilm war schon 1929 entstanden, noch als Stummfilm. Gleichsam eine filmische Studie über einen Regentag in Amsterdam. 1932 wurde eine Tonfilmversion dieses Streifens erstellt. Die Musik schrieb damals der Niederländer Lau Lichtfeld. Eisler, der wie erwähnt in den 20er Jahren zunächst einmal mit Schönberg gebrochen hatte, griff nun im Exil auf die damals avancierteste Kompositionstechnik, eben die Schönbergsche Zwölftontechnik, zurück, widmete das Werk seinem Lehrer und verwob als Anagramm die in Noten übersetzbaren Buchstaben des Namens Arnold Schönberg in die Partitur. Der Soundtrack wurde damals aufgenommen und diese Version des Films nach 1945 zweimal in Amerika aufgeführt. Diese Kopie allerdings hat sich nicht erhalten. Stattdessen wurde die Filmmusik als 14 Arten den Regen zu beschreiben im Konzertsaal heimisch und galt als eine der besten Kompositionen Eislers. Erst lange nach seinem Tod erinnerte man sich der ursprünglichen Funktion dieser Musik als Filmmusik und versuchte, sie dem Film erneut zu unterlegen. Das Ergebnis war freilich zunächst unbefriedigend. Spielte man die Eislersche Musik in jenem Tempo, das Eisler vorgesehen hatte, dann passte sie nicht unter den Film. Es war zu wenig Musik für zu viel Film. Erst kurz nach der Jahrtausendwende wurde des Rätsels Lösung gefunden, als aus dem Nachlass von Luise Fischer-Eisler und Arnold Schönberg Schellackplatten mit Aufnahmen der 14 Arten auftauchten, die von Musikern des Schönberg-Kreises unter Leitung von Rudolf Kohlisch 1941 eingespielt worden waren.
Der Musikwissenschaftler Johannes Gall kam nun auf die Idee, diese Aufnahmen nicht unter den Stummfilm von 1929, sondern unter die etwas anders geschnittene Tonfilmfassung des Films von 1932 zu legen. Und Bild und Ton passten nunmehr perfekt. In dieser Gestalt präsentieren wir die Musik im Nachmittagskonzert live zum Film. Paul Dessau emigrierte 1933 zunächst nach Paris, bevor er später auch nach Amerika ging. Ab 1936 beschäftigte er sich vermittelt über den Schönberg-Schüler René Leibowitz mit Schönbergs Zwölftonmethode, die fortan für sein Komponieren wichtig wurde. Bertolt Brecht hatte er schon in den 20er Jahren getroffen. Jetzt im amerikanischen Exil begegneten sich die beiden erneut und hier begann eine Zusammenarbeit, die bis zu Brechts Tod 1956 währte. Wie Hans Eisler kehrte Paul Dessau nach dem Ende des Krieges 1948 in den Osten Deutschlands zurück, um sich hier beim Aufbau eines neuen sozialistischen Staates zu engagieren. Die Vorzeichen, unter denen dieser Aufbau im Bereich der Kultur vollzogen wurde, waren freilich alles andere als einfach. In der Sowjetunion waren in den Nachkriegsjahren Kampagnen losgetreten worden, die zum Ziel hatten, die Künste in das System stalinistischer Machtausübung einzufunktionieren. Das hatte auch Folgen für die Kulturpolitik der DDR. Am Libretto zur von Hans Eisler geplanten Faustusoper und an der gemeinsam von Brecht und Dessau konzipierten Oper Die Verurteilung des Lucullus entzündeten sich heftige Diskussionen und wurde Dessaus Musik als volksfremd und formalistisch angegriffen. Die Doktrin des sozialistischen Realismus gab das Vehikel ab, um die Kunst ans Gängelband zu nehmen. Diese Repressionen hatten zur Folge, dass das Komponieren in der jungen DDR in einem biederen, epikonalen Neoklassizismus erstarrte. Dessau freilich, der an der Idee, am Aufbau eines friedlichen sozialistischen Staates mitzuwirken, sein Leben lang festhielt, widersetzte sich der Gängelung und komponierte mit der Musik In Memoriam Bertolt Brecht ein radikales Werk. In Memoriam Bertolt Brecht ist wie ein Triptychon angelegt. Zwei Lamento-Abschnitte umschließen einen marschartigen Teil im Zentrum, der überschrieben ist, der Krieg soll verflucht sein, und das Geschäftslied Der Courage, das Dessau für Brechts Schauspiel Mutter Courage und ihre Kinder komponiert hatte, zitiert. Die Melodie wird in Gestalt einer schaurigen Choralbearbeitung durchgeführt mit schneidend scharfen Trompetenklängen, schrillenden Piccoloflöten und jaulenden Hörnern. Die Trauermusiken, die diesen Teil umgeben, verzichten auf alles Tröstende, aber auch auf jede sentimentale Anwandlung, sondern evozieren eine zerklüftete, raue, dissonante Klanglandschaft. Dieses Werk markiert gleichsam einen Schnittpunkt in der Geschichte der DDR-Musik. Dessau knüpft einerseits an die Tradition des Expressionismus, Schönbergscher Prägung an, sendet aber gleichzeitig Signale in die Zukunft. Mit einer solchen, von einem zutiefst ethischen Bewusstsein getragenen Kunst schuf er ein Modell, an das die Jüngeren anknüpfen konnten. Man denke an Friedrich Schenker und seine Sinfonie In Memoriam Martin Luther King, die es ohne Dessaus Vorbild so kaum gegeben hätte. Wir stellen diese Musik in einer Bearbeitung für Kammerensemble vor, die Rainer Promnitz erarbeitet hat. Hören Sie jetzt aber den Beginn des zentralen Abschnitts in der Originalfassung mit Paul Dessau am Pult des Gewandhausorchesters Leipzig.
Bis die Saat, die Dessau mit diesem Werk gelegt hatte, aufgehen konnte, sollten noch einige Jahre vergehen. Nur ganz allmählich, beginnend in den 1960er Jahren, konnte sich eine junge Komponistengeneration Freiräume erobern. Das gelang Stück für Stück vor allem in den Jahren ab 1970, auch wie erwähnt im Zeichen einer etwas liberaleren Kulturpolitik. Es entstanden damals in dichter Folge höchst bemerkenswerte Kompositionen. Dazu zählt auch die Szene für Kammerensemble von Georg Katzer aus dem Jahr 1975. Katzers Werk ist ein sogenanntes instrumentales Theater. Darunter versteht man eine experimentelle Aufführungsform, die von Dieter Schnebel und Maurizio Kagel in den frühen 1960er Jahren ausgeprägt worden war. Maurizio Kagel formulierte, ich zitiere, das Podium, auf dem der Instrumentalist spielt, unterscheidet sich theoretisch nicht von dem eines Theaters. Die neue Aufführungspraxis beabsichtigt, das Spiel der Instrumente mit einer schauspielerischen Darstellung auf der Bühne eins werden zu lassen. Katzer bedient sich dieser Form, um ein wunderbar ironisches Stück gegen die offenbar zu allen Zeiten unausrottbare moderne Feindlichkeit auf die Bühne zu bringen. Das Werk bezieht sich auf eine Aufzeichnung Johann Peter Eckermanns, der von einer musikalischen Abendunterhaltung im Hause Goethes im Jahr 1827 zu berichten wusste. Zitat: Goethe hatte gewünscht, das Quartett eines berühmten jungen Komponisten zu hören, welches man zunächst ausführte. Der 12-jährige Karl Eberwein spielte den Flügel zu Goethes großer Zufriedenheit und in der Tat trefflich, so dass das Quartett in jeder Hinsicht gut exekutiert vorüberging. Es ist wunderlich, sagte Goethe, wohin die aufs Höchste gesteigerte Technik und Mechanik die neuesten Komponisten führt. Ihre Arbeiten bleiben keine Musik mehr. Sie gehen über das Niveau der menschlichen Empfindungen hinaus und man kann solche Sachen aus eigenem Geist und Herzen nichts mehr unterlegen. Wie ist es Ihnen? Mir bleibt alles in den Ohren hängen. Zitat Ende. Bei dem Werk, welches das Aufnahmevermögen des Dichterfürsten so arg strapazierte, handelte es sich übrigens um das Klavierquartett Opus 1 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Abschließend einige Bemerkungen zu jenem Werk, mit dem wir das Konzert um 17 Uhr eröffnen. Schattensucher ist ein Film, den der Dresdner Filmemacher Wolfgang H. Scholz 1994 fertiggestellt hat und der in unserem Programm mit Evens Film Regen auf eigenartige Weise korrespondiert. Auch hier, in Scholz' Schattensucher, wird eine Stadtlandschaft porträtiert. Es geht um die Gegenden um den Dresdner Schillerplatz, beiderseits des Blauen Wunders und vor allem um die Bewohner dieses städtischen Quartiers. Und es geht um Erinnerung. Der Film wurde in den turbulenten Nachwendezeiten gedreht, als Spuren der Geschichte teilweise unwiederbringlich ausgelöscht wurden. Der Film verbindet fiktionale und dokumentarische Elemente. Einerseits macht sich der Autor auf die Suche nach seiner eigenen Vergangenheit. Sein alter Ego ist ein Junge von vielleicht 12 Jahren, der die Plätze der Kindheit aufsucht. Zum anderen kommen Bewohner zu Wort, um Vergangenes zu vergegenwärtigen. Keineswegs aber ist der Film nostalgischen Charakters, sondern er ist in dem Bewusstsein geschaffen, dass nur derjenige seine Position in der Gegenwart bestimmen kann, der sich seiner Vergangenheit bewusst ist. Was den Film auszeichnet, ist, dass er den Bildern Zeit gibt. Oft verharrt die Kamera lange in einer Einstellung, gibt sie uns Zeit, etwas genau zu betrachten und werden die Dinge, Stadtlandschaften oder Menschen auch ohne Worte nur durch den Blick der Kamera berät. Eine solche Art Film eröffnet der Musik große Räume. Rainer Promnitz hat damals, 1994, eine Musik zum Film komponiert für ein kleines Kammerensemble, die auf dezente Weise Atmosphärisches einbringt, die Bilder verhalten kommentiert, ohne sich zu sehr in den Vordergrund zu drängen. Wolfgang H. Scholz und Rainer Promnitz haben nun eine etwa halbstündige Neufassung des Films erstellt, die es ermöglicht, die Musik live zum Film zu spielen. Diese Fassung werden wir in unserem Konzert erstmals präsentieren. Wir würden uns freuen, Sie anlässlich unserer Thementagskonzerte im Kulturpalast begrüßen zu dürfen und verabschieden uns für heute von Ihnen.